Die sieht jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, ne? Wir sind oben. Hier oben ist gar nichts, hier ist alles zugesprüht. Gucken wir mal auf deinen Balkon. Keller steht unter Wasser. Servus, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt gerade mit dem Daniel und Dennis und noch einem Kollegen hier spontan vorbeigekommen. Und hier gibt es ein sehr interessantes Gebäude, was wir uns jetzt mal anschauen. Ich würde sagen, bleibt dran, es geht los. Das sieht hier schon richtig verrostet aus. Das kann ja was geben hier. Aber das sieht sehr interessant aus hier mit dem Vorbau. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, die sind schon drin, ich habe schon was gehört. So. Ist was zugemacht worden? Oh, die Mühle. Oh ja. Erinnert mich gerade so ein bisschen hier an die Papierfabrik. Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Ne, wirklich, Papierfabrik. Die Frage ist, warum fehlt hier was? Was war hier drin? Da geht nochmal eine Etage runter. Die Wendeltreppe, die hat auch bessere Tage gesehen schon, oder? Guck mal, hier hängt ein Silo. Oh, das habe ich gar nicht gesehen gerade. Ja, Augen auf, wirklich. Wo ist die Maus? Da, da, guck mal, Maus. Warte, da. Und tschüss. Ja, lass uns mal die Treppe hochgehen, wenn wir die noch hochkommen. Die sieht jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, ne? Boah, die geht hoch. Eieieiei. Ei, ei, ei. Ja, komm. Oh, hör mal. Okay. Na gut, die wird jetzt nicht einstürzen, hoffe ich, ne? Hast du Höhenangst? Jo. Guck nicht runter. Hast du Höhenangst, wirklich? Ja. Ja, dann. Willkommen. Und hier musst du auch aufpassen, hier sind Löcher. Ja, ganz komm. Da geht's richtig runter. Guck mal hier. Ah, dann kommst du unten wieder raus. Hier geht eine Leiter runter. Dennis, hier kommst du rein in das Ding. Ha? Warte. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich leuchte mal hier raus. Schornstein ist aber nicht Getreide, glaube ich. Na, ja, nur so ein Dingens. Ja, das sieht wirklich aus wie Getreide. Hier, wenn man hier runterguckt, ein großer Trichter. Ach, alter Schwede, ist das lebensgefährlich. Das ist ja lebensgefährlich hier. Das heißt hier oben. Wir gehen wieder runter, würde ich sagen. Die Treppe sieht eigentlich richtig cool aus. So. Weit? Wasserabschluss. Doch, habe ich ja gerade gesagt. Also hier hängen die Silos. Nur die Frage ist, was haben die hier gemacht? Hier stand eine Maschine, eine große. Wahrscheinlich. Da hinten geht auch eine Treppe runter. Lass uns mal gucken. Lass mal in den Keller kommen hier vielleicht. Da musst du aufpassen hier. Ich gehe mal Treppe runter. Dann sagt er, wenn man auf dem Boden. Weit. Ja, doch, die Etage kommt so gut. Doch, hier geht's weiter in die nächste Halle. Ja, und zum Haus. Ich gehe jetzt mal hier runter. Oh, guck mal hier. Goldboden. Guck mal, da geht noch eine Treppe runter. Ja, das ist alles andere als stabil hier. Komplett durch. Oh ja, guck mal, Geländer an hier. Ja. Also Leute, solche Orte sind mega gefährlich. Und ja, das sieht so ein bisschen aus wie eine sehr bekannte Papierfabrik, wo schon zwei Menschen gestorben sind, weil die irgendwie ja, durch so Löcher gefallen sind. Und ihr seht ja, hier sind wirklich überall Löcher. Da vorne, der Dennis ist da hinten, glaube ich, gerade. Jetzt stehe ich hier unten in dem Bereich. Da oben hängen die Silos. Eins, zwei, da oben, guckt euch mal die Löcher an. Also das Ding ist raus. Hier hat man das Ding nochmal versucht zu stützen. Hier in der Mitte wird wahrscheinlich mal eine Maschine gestanden haben. Was auch immer die gemacht hat. Das versuche ich jetzt mal so ein bisschen rauszufinden. Ich würde aber sagen, ich gehe dafür mal zu Daniel, der schon eine Tür weiter ist.
eine Idee, was das sein könnte. Ach, guck mal, das Dach hier, das ist relativ frisch neu. Das hier oben, das sieht aus wie, guck mal, gedämmt. Das heißt, vielleicht ein Kühllager. Aber ohne Klima macht das keinen Sinn. Ne? Das wird irgendeine Produktionsstätte gewesen sein, aber keine Ahnung, was für eine. Da oben geht es nochmal hoch. Wow. Der Keller steht unter Wasser. Jetzt nicht super tief. Oh doch, das ist schon ein bisschen was. Kleiner Abstellraum, also hier ist nicht viel. Mhm. Guck mal, da steht ein Handfeger im Hochformat drin. Der Reifen hat sich schon komplett aufgelöst. Siehst du innen drin die Dinge? Mhm. Da hinten ist eine kleine Werkbank. Aber hier ist nichts mehr. Die Werkbank ist aber schon gut. Ja, die schwebt auf jeden Fall in der Luft. Hier stehen Spraydosen, mega viele. Also hier sind wahrscheinlich Sprayer unterwegs. Aber ich habe jetzt auch kein geiles Graffiti gesehen. Immer nur so ein Kack hier hingekritzelt. Komm, ich nehme jetzt mal die Holztreppe hier hoch. Die Treppe scheint zu halten noch. Ui. Hier ist gar kein Geländer mehr. Nee. Die Treppe hält. Hier oben ist gar nichts, hier ist alles zugesprüht. Aber relativ interessante Graffitis. Das finde ich schon relativ cool hier. Somit das Schönste eigentlich 2017 sogar. Finn's Smoker Lounge. Hier hat man sogar, guck mal, hier hat man die Tapeten sogar nochmal abgeschält und dann ordentlich nochmal draufgesprüht. Finde ich schon relativ cool. Wie viele Sprühdosen hier einfach rumliegen, ne? 600er. Wahnsinn. Wo sind die anderen? Ich würde nochmal gerne wissen, wozu dieser Schornstein da gedacht ist. Ja, der ist draußen, der kommt nur von draußen. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut und der steht komplett frei. Echt? Mhm. Sind die auch schon draußen? Ich wollte den Schornstein mal angucken. Der steht draußen frei. Sicher? Weil ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, der steht draußen relativ frei. Ja, ja. Wie kommen wir da hin? Einmal außen rum. Wir können tief auf dem Sofa. Nee, da ist alles zu. Nee. Der Fall schreibt draußen. Ach so, okay. Okay. Na, dann. Draußen auch zugerostet. Hier ging auch nichts mehr an Elektroleitung, gar nichts. Alles weg, ne? Alles weg, ja. Ist das mal was? Ja, irgendwie. Nee. Was ist das? Sieht aus wie ein Netzteil, eine Trafo. Welche? Jetzt sind hier wieder diese Höllenlöcher. Wobei, ne, hier nicht. Doch, hier geht's runter. Versorgungsschacht. Versorgungsschacht, genau. Hier geht es irgendwo hin. Alter. Ich würde sagen, die haben auf jeden Fall irgendwas hier, irgendwas Schweres hier hochgekarrt, weil überall diese Rampen sind. Mhm. Irgendwas war hier. Getreide, Mais, keine Ahnung. Verarbeitung, vielleicht auch eine Bäckerei. Könnte ich mir jetzt auch ganz gut vorstellen. Von der Frontfassade her. Ja, die ist raus. Naja, aber interessant auf jeden Fall. Die Dachrin. Was ich natürlich sehr interessant finde, ist dann halt dieser Vorbau hier vorne, ne? Mit der damaligen Glasfassade. Finde ich eigentlich sehr, sehr edel. Und du konntest von der Seite halt auch nochmal ran, ne? Irgendwie was ja, da draufkippen. Große Tor, ne? Ja. Zwei Tore, ein kleines, ein großes. Ja. Ja, okay, spannend. Kommt man nicht hin? Ach, wir gucken mal. Das ist eine Frage des Aufwandes. Genau, ja, aber ich habe jetzt ja auch keine Lust, hier durch die Pampe zu rennen. Aber ich habe gesehen, weiter hinten ist noch ein Tor. Guck mal, da waren wir gerade schon. Ach so, okay. Kommt man nicht hin? Das ist genauso fast wie hier. Schade. Ja, Leute, ich würde euch jetzt gerne nochmal den Schornstein zeigen. Ich hätte jetzt gern gewusst, warum da ein Schornstein steht, was der Schornstein damit zu tun hat. Da ist auch noch so ein Turm. Siehst du den da? Diesen kleinen T-Turm hier.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Stromversorgung. Ja, irgendwie sowas, aber die sind nicht so voll metallmäßig gebaut. Man weiß es nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wisst vielleicht, was das sein könnte, dann schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ich das nicht schon in die Beschreibung reingepackt habe. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Hellsehen auch im Dunkeln zu einer neuen Nachtsafari. So, ich hau ab jetzt. Ciao.